guten Tag. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein dürfen, um euch unser Startup Multivative vorzustellen. Wir, das sind mein Kollege Laurenz Fussenecker und ich, Elias Vögel. Wir kommen beide aus dem Elektronik- und Informatikbereich und sind während unserer Ausbildung auf folgende Problematik gestoßen. Ja. Die agile Produktentwicklung hat in der Softwareentwicklung längst Einzug gehalten. Doch auch in der Hardwareentwicklung wird diese vermehrt eingesetzt. Allerdings stößt man dort auf ein essentielles Problem. Denn wofür in der Softwareentwicklung nur ein Knopfdruck benötigt wird, um die neueste Version zu kompilieren, ist dies in der Hardwareentwicklung mit einem aufwendigen und teuren Prototypenbau verbunden. Deshalb ist die agile Entwicklung hier nur bedingt anwendbar. Und genau bei dieser Herausforderung setzen wir an. Wir entwickeln eine Maschine, die den kompletten Herstellungsprozess dieser Prototypen übernehmen kann. Dazu kombinieren wir die verschiedenen Maschinen, die für diese Herstellung notwendig sind, wie beispielsweise CNC-Fräse, 3D-Drucker, Bestückung, Dosieren und so weiter, zu einer einzigen Maschine mit auswechselbaren Modulen. Der Auswechsel dieser Module erfolgt vollautomatisch, wodurch eine autonome Produktion dieser Prototypen möglich ist. Außerdem muss sich der Nutzer auch nur mit einer einzigen Software auseinandersetzen, was die Einarbeitungszeit minimiert und die Steuerung vereinfacht. Umgesetzt wird dies mit einer CNC-Basismaschine und austauschbaren Modulen, die die jeweiligen Werkzeuge wie beispielsweise Spindel, Druckkopf und so weiter enthalten. Der Austausch zwischen den einzelnen Modulen erfolgt vollautomatisch. Hier sehen wir das Konzept mit einer Vision, die wir schon vor einigen Jahren hatten, in dem ein Prototyp, eine Platine inklusive Gehäuse von nur einer einzigen Maschine gebaut wird. Dies geschieht mit austauschbaren Modulen, auf denen die Werkzeuge enthalten sind. Hier sieht man unseren aktuellen Prototypen, der hier gerade automatisch auf das gewünschte Modul, in diesem Fall einen 3D-Drucker, wechselt und mit diesem die Arbeitsschritte ausführt, wie beispielsweise ein Gehäuse zu drucken. Ein weiteres Beispiel wäre hier in diesem Fall ein Fräsmodul, mit dem wir Leiterbahnen in eine Platine fräsen können. Diese Schritte werden automatisch gewechselt. In puncto Zielgruppe fokussieren wir uns in erster Linie auf Unternehmen, die in der Elektronikentwicklung tätig sind und mit unserer Lösung ihre Entwicklung beschleunigen und verbessern möchten. In der weiteren Folge möchten wir mit unserem Produkt auch Bildungsstätten und Makerspaces bedienen. Und wenn wir uns hierzu den Markt in der Dachregion anschauen, so sieht man, dass es über 8000 Unternehmen in diesem Bereich gibt und über weitere 350 Ausbildungsstätten und etwa 100 Makerspaces. Die Idee der kombinierten Maschinen hatten nicht nur wir. Es gibt am Markt momentan 4 Unternehmen, die Maschinen mit mehreren Funktionen bereitstellen. Jedoch sind diese nur für den Hobbybereich gedacht und die Werkzeuge sind nicht automatisch wechselbar, was eine autonome Produktion unmöglich macht. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die einfache Bedienung, welche einen unkomplizierten Einstieg und eine unkomplizierte Anwendung ermöglichen. Bis dato haben wir den automatischen Modulwechsel inklusive Daten- und Leistungsübertragung entwickelt. Außerdem haben wir ein durchdachtes Konzept der Steuerung der Module implementiert, das uns auch in Zukunft beinahe unbeschränkte Erweiterungen ermöglicht. Das 3D-Druck- und Fräsmodul befinden sich gerade im Feintuning und das Dosiermodul ist in Vorbereitung. Die Software am PC ist soweit, dass der Benutzer Programme und Planungen und Schritte planen sowie ausführen kann. Die weiteren Schritte sind nun die Entwicklung zusätzlicher Module, beispielsweise für das Bestücken, Dosieren, Vermessen und so weiter und anschließend das Feintuning sämtlicher Elemente. Als Marktstart ist das Frühjahr 2020 geplant. Wir würden uns sehr freuen über Gespräche an unserem Stand mit der Nummer 14 in der Ausstellungshalle und sind sowohl an möglichen Kooperationen als auch an Investments interessiert. Vielen Dank und einen guten Appetit.